Willkommen zurück in Valtume und wir folgen jetzt Rada al-Saram. Den haben wir gerade gesehen, der hat sich mit der Verräter-Tusse getroffen, die wir zuvor als... Ihr seid mir tatsächlich gefolgt? In euren Adern brennt Feuer. Das muss ich euch lassen. Nun gut, ihr dürft mit mir sprechen. Ja, ich spreche gleich mit dir. Ich habe was Interessantes gefunden. Also irgendwas stimmt nicht, hier ist eine Störung in der Matrix. Da auch. Okay, das gibt... Oh, das... besser nicht hinschauen, das könnte für Epileptiker schlimm sein. Ihr, der Dorn, der mir in Einsamkeit so einiges an Unbehagen bereitete. Ihr hieltet euch für so schlau und so unauffällig, als ihr mir aus den Schatten heraus hinterher spioniert habt. Doch die Dunkelheit gehorcht mir. Also verratet mir, Heldin, warum seid ihr in dieses götterverlassene Hügelgrab gekommen? Warum habt ihr die graue Scheinsrei gebracht? Ihr steht vor Rada al-Saran und versucht, seine Absichten zu begreifen? Besser versucht sich ein Fackelkäfer an den Geheimnissen der Alchemie oder eine Schlammkrabbe an den Feinheiten der Nekromantie. Diese Ereignisse nahmen ihren Anfang Jahrhunderte vor eurer Geburt. Sie betreffen euch gar nicht. Wir werden euch aufhalten. Wen zählt ihr zu diesem Wir, von dem ihr sprecht? Gewiss nicht die Regmannen. Nein, da ist noch jemand anderes. Ich sehe ihn in euren Gedanken lauern. Ein Verbündeter, beinahe ebenso uralt wie ich. Er versucht verzweifelt, die kommende Nacht hinauszuzögern. Verratet es mir. Wer ist diese Person? Ich muss euch nichts verraten. Und ich muss nicht dem Drang widerstehen, euch die Kehle herauszureißen und mich an eurem Blut zu laben. Doch wir sind zivilisierte Wesen, die vor dieser bescheidenen Kulisse Freundlichkeiten austauschen. Vielleicht können wir zu einer Form von Übereinkunft gelangen. Ein Tröpfchen für mich, ein Tröpfchen für euch, sozusagen. Von welcher Übereinkunft sprecht ihr? Ich schlage eine einfache Abmachung vor. Eine Wahrheit für eine Wahrheit. Stellt mir eine Frage. Ich werde sie ehrlich beantworten und dann umgekehrt euch eine Frage stellen. Ein gerechter Kompromiss? Findet ihr nicht auch? Nun gut, ich spiele mit. Ausgezeichnet. Dann nur zu. Stellt eure erste Frage. Ja, okay, es wird wohl nur eine Frage sein. Woher kommt ihr, ist eine dumme Frage, die brauche ich nicht stellen. Das kann mir, hier, wie heißt er noch, Varanis? Ich habe den Namen vergessen. Beantworten. Warum wollt ihr das Reich erobern? Das ist, glaube ich, die beste Frage. Ich habe kein Interesse daran, das Reich zu erobern. Ich kam hierher, um etwas sehr Altes zu benutzen. Etwas sehr Mächtiges. Das Reik hat das Pech, sich direkt darüber zu befinden. Viele dieser Sterblichen werden ihr Leben verlieren. Nicht, weil ich es will, sondern weil sie es müssen. Leute umzubringen, nur um etwas benutzen zu können, ist verrückt. Nicht, wenn euer Vorhaben es rechtfertigt. Ich tue das, was ich tue, aus Liebe. Ich bin dran. Euer Verbündeter, ist er ein Hochelf? Eigentlich nicht, aber... Er ist nicht mal ein Elf. Er ist schon ein Elf, aber er ist doch kein Hochelf. Ein Hochelf ist ein Altmeer. Ja, klar. Eure Aufrichtigkeit ehrt euch. Habt Dank. Habt ihr eine weitere Frage? Ich habe heute nichts mehr zu sagen. Wie ihr wünscht. Wisset, dass sich dieses Maß an Freundlichkeit nicht wiederholen wird. Und das ist keine Drohung. Wenn ihr euch weiter in meine Angelegenheiten einmischt, werde ich euch weitaus mehr rauben als nur euer Leben. Darauf habt ihr mein Wort. Ja, und dito mit dir. Ich weiß, wohin das führt, wenn... Oder ich kann mir vorstellen, wohin das führt, wenn ich jetzt sage... Ey, du... Woher kommst du? Oder was hat Fürstin Belaine damit zu tun?
Für Simbelein wird wahrscheinlich nichts anderes sein als ein Boten oder eine Schlüsselfigur, um Kadach unter Kontrolle zu halten. Woher er kommt irgendwo aus dem Norden und ist uralt. Das ist das, was ich weiß. Und dafür brauche ich ihn jetzt nicht fragen. Denn wenn ich ihn frage, muss ich ihn irgendwas beantworten. Und dann fragt er, ist er ein Vampir? Ist sein Name Veranis oder Varantis oder keine Ahnung, wie er heißt. Wie bin ich denen denn entkommen? Okay. Nee, und das muss ich ihn nicht bestätigen. Er muss wissen, dass es Hochelf ist. Passt. Das kann dieser Veranis sein, das kann aber auch ein anderer sein. Ich habe auch noch andere Elfen gesehen und hohe Elfen, das führt eigentlich Richtung Altmeer. In meine Richtung. Ein Dunkelelf ist kein Hochelf für mich. Da hinten ist Hogwarts, guck mal. Gut. Sehr gut, wir haben also den ersten Deppen gefunden. Warum kriege ich immer nur Ahorn? Was soll denn der Scheiß? Hier sind so viele Erstleveler unterwegs. Wir sind zurück zur Hauptstadt, ne? Ja. Leider kein Wegschrein in der Nähe. Ich vermute aber, dass da einer ist. Und den möchte ich dann haben. Grabensturm ist da hinten. Der ist aber zu kalt, würde ich sagen. Kann jeden Moment beendet sein. Woher wissen die Leute eigentlich, dass da Grabensturme sind? Also wenn die ganz da hinten sind. Seht ihr, er löst sich jetzt schon auf. Hätte sich also nicht gelohnt, sich zu beeilen. Dennoch dürfte eine Himmelswegschrank gar nicht so schlecht sein, wenn er hier in der Nähe ist. Wenn hier die eine oder andere Quest in der Nähe ist, dann nehme ich sie auch mit. Da ist auch einer. Hat sich schon gelohnt, dann in die Richtung zu gehen. Dann mache ich einen Quantensprung nach Markhardt, der mich dann kürzt, weil ich einen Troll bitte. Na gut, dann nicht. Eine Leuchtspur hat man nur, wenn man Ahnen sammelt. Das Feldlager des vergessenen Tals entdeckt. Gehen wir mal in die Richtung. Das ist mein Lieblingsort in der Nähe, in der Richtung. Kann man zumindest ist es ein Blick wert. Oh. Das erinnere ich mich tatsächlich. Das ist der Ort, an dem wir mal direkt Mann geschlachtet haben. In Skyrim. In 5 Millionen Jahren oder 5000, 4000 Jahren kommt das Drachenblut hierher und schlachtet alles ab. Und ich glaube, da ist Logan auch mal gestorben. Ja, da kenne ich mich aus. Oh, die haben es abgesperrt. Brief? Mich interessiert aber nicht der Brief gerade. Okay, dann müssen wir reden dürfen. Kizaeno. Mich hat die Kunde erreicht, dass der Despot von Markhardt alle Clans des Karthals aufgefordert hat, innerhalb der Mauern der Stadt aus Stein Zuflucht zu suchen. Niemand zuvor hat sich uns zu einer solchen Gelegenheit geboten, die Sammlung kultureller Reliquien unserer Gesellschaft zu erweitern. Womit wir auch schon bei eurem neuen Befehl wären. Fangt Lehrling Eggwarn ab, bevor er Oberschamane Glynoroch in Markhardt erreicht. Er trägt das Wolfsschädeltotem bei sich. Das sieht das Symbol von Struibek nennen. Bringt mir dieses dätrische Relikt, bevor es Teil des Schreins wird. Dann werde ich euch fürstlich entlohnen. Beeilt euch, lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. V. Naja, so kann man auch einen Weg versperren, ne? Aber das Coole ist... Kann man die Brücke... Man kann eine Brücke sehen, ne?
Ich meine, man kann eine... wozu eine Brücke? Hier gibt's doch keine Brücke. Aber man kann den Weg weiter von hier aus sehen. Kann man den Todesstern von hier aus sehen? Das wäre voll geil. Gut. Ich soll ja doch was machen hier. Ach, der hat das Symbol. Okay. Finde ich persönlich sehr gut, weil wenn die jetzt als nächstes keine nutzlose Mauer oder so, wenn die jetzt nächstes das Addon hier weitermachen, dann sei es hier nur dieses kleine Stück oder so, dann brauchen die nur das hier entfernen und den Weg frei machen. Und eine Ladezone dazwischen machen. Das finde ich sehr gut. Das ist eine gute Methode. Kann man das breaken? Also was 1-Spiele sind gnadenlose Beta-Tester. Und was sie gerne versuchen, und das mache ich auch ganz gerne, ist versuchen, das Spiel zu brechen. Aber ich glaube, das ist da nicht möglich, ne? Haben sie aufgepasst. Sei denn, ich komme da irgendwie auf die andere Seite. So. Genau hier wollte ich hin und dann hier hoch. Und da ist eine Alpha-Zone. Da komme ich nicht weiter. Da ist eine unsichtbare Wand. Ich müsste in der Lage sein, da hochzuspringen. Aber das Spiel hält mich ab davon. Es ist einfach nicht ladbar. Jetzt habe ich mich natürlich schön hier nach unten befördert. Nur um das auszutesten. Was nicht geht. Was ich aber auch gewusst habe, dass das wahrscheinlich nicht geht. Ist aber auch schön. Kann durch Steine gehen. Ist das ein Riese da vorne? Okay, es gibt Riesen hier. Wundere mich aber auch nicht. Den Wegschrein des vergessenen Tals entdeckt. Wir haben schon 3, 4 Wegschreine. Das ist gut. Das ist super Abkürzungsfortschritt. Wenn mich das Spiel ins nächste Sinn irgendwas anderes schickt, was weiter hinten ist, dann werde ich's. Werde ich den Weg verkürzen. Ich glaube, das Spiel schickt mich als nächstes nach unten. Gut, wir sind jetzt wieder in Markart. Sieht übrigens sehr schön aus mit dem Lightning hier. Ich habe mich gerade an den Flacken erinnert. Wer das erste Let's Play gesehen hat, Skyrim. Und das ist eine super Erinnerung daran, dass Skyrim was immer abgestürzt ist, weil immer die Mods dazwischen funkten. Da gab es Flacken von Skyrim oder so als Mod. Und da war einfach nur so ein grünes Banner und Markart war als Text draufgeschrieben. Das war sehr interessant. Sieht sehr merkwürdig aus. Averandis heißt er ja. Was macht der denn da? Willkommen zurück. Erzählt mir, was ihr erfahren habt. Du bist nicht Averandis. Du bist Averandis. Ihr seid hier. Das trifft sich gut. Ich bin selbst gerade erst zurückgekehrt. Konntet ihr Kontakt zu den Rebellen herstellen?
Habt ihr Arana getroffen? Ja, ich habe auch erfahren, dass Fürstin Belain eine Vampirin ist. Sie steckt mit der grauen Schar unter einer Decke. Ich spürte eine Täuschung, doch ihre Illusion ist mächtig. Wie sonst hätte sie ihr wahres Wesen vor mir verbergen können? Was Arana angeht, meint ihr, wir können sie und ihre Rebellen überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen? Vielleicht. Sie hat mich entsandt, um Belain auszuspionieren. Danach sprach ich mit Radha al-Saran, dem Anführer der grauen Schar. Ihr habt mit Radha gesprochen? Hat er... Vergesst es. Wenn Radha al-Saran hier ist, wird unsere Zeit knapp. Sprecht mit Kadach. Wenn er meint, dass das, was ihr zu sagen habt, es wert ist, wird er vielleicht endlich bereit sein, mit mir zusammenzuarbeiten. Dann können wir einen Plan schmieden, um mit der grauen Schar fertig zu werden. Gut. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Radha al-Saran und ich einander wieder über den Weg laufen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es derart bald sein würde. Erzähl mir mal über Radha. Radha al-Saran und ich, wir haben eine Vorgeschichte voller Verwicklungen. Es gab eine Zeit, als er und ich ein gemeinsames Ziel verfolgten. Wir wollten das Leben und das Wohlergehen der Vampire bewahren. Damals wie heute litt unsere Art unter Molag Baals Fluch und der Grausamkeit sterblicher Jäger. Es gab Verwicklungen? Streit hat er nicht gesagt. Er hat nichts gesagt, dass es von Streit hat er nichts gesprochen. Nicht wirklich, zumindest nicht auf einmal. Ach so, als ich Radha zum ersten Mal traf, war er ungeheuer stolz, aber auch völlig im Bann seiner Fehler. Er versuchte, sich durch Blutvergießen und Kampf Erleichterung zu verschaffen, doch er war auf einem völligen Irrweg. Ich tat mein Bestes, um ihm zu helfen. Hat's geklappt? Ja, seine Blutlust wich der Innenschau, und aus Innenschau wurde das Lernen. Er war ohnehin schon ein Gelehrter ohnegleichen. Alle Ansai waren das. Doch er entwickelte eine Faszination für Schriften über Vampire. So fand er schließlich ein neues Ziel. Die vampirische Erlösung. Um sie zu erreichen, musste er Molag Baals Macht über uns brechen und die Sterblichen davon abhalten, uns zu jagen. Ich sprach mich für Frieden mit den Sterblichen aus. Und eine Weile hat er sich darauf eingelassen. Doch die Dinge änderten sich und ich verließ die Graue Schar. Ich dachte, er wäre mit ihr gestorben. Ich wusste, ihr wart Teil der Grauen Schar, doch ihr habt mir nie erzählt, warum ihr euch ihr angeschlossen habt. Ich wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich dachte, der Graue Rat könnte mir helfen. Doch als er zur Grauen Schar wurde... Ich gründete Haus Rabenwacht als Buße. Für Dinge, die ich nicht tat. Freunde, die ich nicht rettete. Vor Sterblichen und vor sich selbst. Eine Meldung von Wächterin Botfell. Die Graue Schar. Ich will davon nichts mehr hören. Geht! Ich will mit der Außenseiterin sprechen. Das ist ja böse. Die Außenseiterin kehrt zurück. Doch seid ihr eine wahre Kriegerin oder ein Parasit wie diese verdammten Blutegel? Habt ihr getan, worum Fürstin Belain bat? Habt ihr euch um Arana gekümmert? Sagt mir, dass ihr ihren Kopf in eurem Bündel habt. Ich habe einen Pfahl auf den Mauern, den er schmücken kann. Ich habe Arana gefunden, doch ich habe auch noch etwas anderes erfahren. Fürstin Belain arbeitet mit der Grauen Schar zusammen. Das ist nicht, was ich euch zu untersuchen gebeten hatte. Dennoch bestätigt es meine eigenen Verdachtsmomente gegenüber meiner Festungshexe. Schaut nicht so überrascht. Ich bin nicht halb so dumm, wie die Leute meinen, Vagabundin. Wenn ihr schon den Verdacht hegtet, dass sie mit der Grauen Schar zusammenarbeitet, warum habt ihr dann erlaubt, an eurem Hof zu bleiben? Erlaubt? Ich kann die Leute, denen ich es erlaube, sich in der Festung Unterstein aufzuhalten, an drei Fingern abzählen. Der Rest, der kommt und geht, wie er will. Lasst mich euch vom Tanz der glühenden Asche erzählen. Das ist eine Zeremonie, die wir hier im Reg durchführen. Habt ihr davon gehört? Nö. Wir schnappen uns eine Handvoll heißer Kohlen und tanzen auf einem Bett aus Stroh. Diese Kohlen verbrennen einen, Vagabundin, bis auf die Knochen. Doch wenn man auch nur eine fallen lässt,
fängt das Strohfeuer und die Flammen tragen einen zu Molag Baal. Versteht ihr? Bedein ist heiße Kohle. Und deshalb halte ich sie gut fest. Was werdet ihr machen, da ihr nun Gewissheit habt? Ich werde meine Klinge wetzen. Und warten. Falls ihr und der Adlige vorhabt, gegen die graue Schar zu kämpfen, werde ich euch nicht aufhalten. Doch vergesst nicht, Markarth ist mehr als nur Dwemersteine und hohe Mauern. Es ist Stärke. Seht zu, dass Arana das begreift. So könnt ihr helfen. Ich werde darüber nachdenken. Habe ich erst genug getan, damit ihr einwilligt, mit Graf Varennes zu reden? Bittet ihr immer noch? Ich sollte euch die Zunge aus dem Hals reißen lassen und... Verflucht, Vagabunden! Ach, ein Gefallen für einen Gefallen. Ei, so ist es im Regbrauch. In Ordnung. Richtet es dem Adligen aus. Ard Kadach wird ihn sehen, wann immer er bereit dafür ist. Ich gebe ihm Bescheid. Ihr meint, dass es töricht ist, Fürstin Belein so eng bei sich zu halten, nicht wahr? Es braucht eine gewisse Narretei, um über diesen Ort zu herrschen. Wusstet ihr das nicht? Sagt dies eurem Hochelfengrafen. Ich stimme einem Treffen zu, wenn er denn unbedingt will. Warum seid ihr und Arana zerstritten? Weil ich der Art von Markarth bin und sie sich weigert, meinen Befehlen zu folgen. Hört mal. Jeder Rehkrieger, der in Aranas privaten Krieg gegen die Graue Schar mitkämpft, macht uns alle schwächer. Wir brauchen unsere Kraft. Jetzt mehr als je zuvor. Also wolltet ihr sie überzeugen, ihre Leute in die Stadt zu bringen? Markarth ist derzeit der sicherste Ort. Ganz gleich, wie gut Arana und ihre Rebellen die Hügel kennen. Die Vampire und Werwölfe werden ihre Fährte aufnehmen. Wenn sie weiter meine besten Kämpfer das Leben kostet, schwöre ich, dass ich sie an den eigenen Eingeweiden an den Stadtmauern aufhängen werde. Warum glaubt ihr nicht, dass die Graue Schar Markarth angreifen wird? Wir haben eine Abmachung getroffen. Wir sammeln uns in der Stadt und lassen sie ungestört jenen Dwemer und Fug finden, der sie überhaupt erst ins Reich geführt hat. Natürlich hat Fürstin Belein diesen Frieden ausgehandelt. Von daher vermute ich, dass unsere Übereinkunft wohl fragwürdig ist. Dann helft uns, gegen sie zu kämpfen. Die Stadtmauern sind unsere stärkste Waffe, Vagabundin. Wie Grabsteine markieren sie die Tausenden von Gegnern, die bei dem Versuch gestorben sind, Markarths Verteidigung zu durchbrechen. Wir werden auf den richtigen Augenblick warten, bis die Graue Schar ihre wahren Ziele offenbart. Dann handeln wir. Wie wurdet ihr zum Despoten von Markarth? Das ist ein Titel, der mir von Außenseitern verliehen wurde. Ich benutze ihn, um die Nachbarn zu ängstigen und das Gesindel fernzuhalten. Ich bin der Art von Markarth. Leovig, der letzte Langhauskaiser, war mein Vetter. Ich habe den Thron durch Blut geerbt. Ich musste auch mit Blut dafür sorgen, dass ich ihn behalte. Was meint ihr? Ihr stellt mehr Fragen als meine dritte Gattin. Leovigs Clan, mein Clan, stritt sich um die Brosamen, nachdem Varen meinen Vetter ermordet hatte. Schon bald kamen sie, um sich meine Stadt zu holen. Also band ich ihnen die Knöchel zusammen und schleuderte sie allesamt hinunter auf die Felsen. Kopf voran. Ihr habt eure gesamten Clan ermordet? Alles, was von ihm noch übrig war, ei. Und das heißt hingerichtet, nicht ermordet. Mit der rechten Hand bietet ein Art Nahrung, Freiheit und Schutz. Mit der linken verheißt er Grausamkeit und Strafe. Wer die rechte neidet, bekommt die linke. So einfach ist das. War das der Zeitpunkt, an dem ihr den Titel Despot von Markarth bekommt? Nein. Die Geschichte ist viel schlimmer. Und nein, ich werde diese Geschichte heute nicht erzählen.